Hallo! In diesem Video zeige ich dir, wie du dein Weltraumspiel so programmierst, dass das UFO jetzt Geräusche macht, wenn es seine Feuerkugeln abschießt, dass diese Feuerkugeln explodieren, wenn du sie mit deinem Laserstrahl triffst, und dass nun auch dein Raumschiff explodiert. Als erstes kümmern wir uns darum, dass ein Geräusch ertönt, wenn das UFO eine seiner Feuerkugeln abschießt. Ich befinde mich hier bei der Figur Ball und füge nun einfach diesem Skript, wenn ich als Klon entstehe, ein Geräusch hinzu. Das muss ich erst einmal über Klänge und über Klang wählen aussuchen. Ich entscheide mich hier für den Klang Sub, also Z-O-O-P. Bei den Skripten muss ich jetzt nur noch aus dem Bereich Klang ein Spieleklang an dieser Stelle hier hinzufügen. Nur statt Boing wähle ich Sub aus. Und ein kurzer Test zeigt dir, dass das schon ganz gut funktioniert. Jetzt möchte ich mich als Raumschiffpilot aber gegen diese fiesen Feuerkugeln des UFOs wehren können. Diese sollen explodieren, wenn sie von meinem Laserstrahl getroffen werden. Hierzu bekommt die Figur Ball von mir aber erst einmal ein Explosionskostüm. Davor muss ich aber die vielen anderen bunten Bälle noch löschen, denn die brauche ich nicht. Ich klicke hier unten auf Wähle ein Kostüm und gehe auf den Pinsel, also auf Malen. Ich ändere den Zoom-Faktor noch ein bisschen und dann wähle ich das Werkzeug Pinsel aus und nehme dort als Farbe die Farbe Schwarz. Den Pinsel stelle ich auf die Stärke 4 ein und dann male ich rund um diesen Mittelpunkt meiner Zeichenfläche ein sternartiges Explosionsgebilde. Dieses fülle ich mit dem Farbeimer und einem Farbverlauf von Rot nach Gelb-Orange. Also so. Dann nehme ich noch das Textwerkzeug, wähle die Schrift Marker aus und schreibe mit einem hellen Gelb hier in die Mitte Zong. Ich platziere das noch richtig. Und jetzt muss ich nur noch das Skript anpassen. Das wird so ähnlich aussehen wie bei der Figur UFO, wenn dieses mit einem Bumm sich in Staub auflöst. Ich gehe wieder zur Figur Ball und lege mir mal diese Falls-Dann-Bedingung des UFOs zum Spickeln nebendran. Also, erst einmal brauche ich auch ein Falls-Dann, und zwar ein Falls wird Laser berührt. Der Treffer einer solchen Feuerkugel soll nicht ganz so viele Punkte geben. Deshalb nehme ich aus dem Bereich Variablen ein Ändere Punkte um 1. Den Klang, der bei der Explosion gespielt wird, habe ich selbst aufgenommen und er heißt bei mir einfach Recording 1 und hört sich übrigens so an. Auch bei der Explosion des Feuerballs setze ich im Bereich Aussehen die Größe zuerst wieder auf 0. Außerdem muss auch hier ein Kostüm wechseln, nämlich zum Kostüm 1, also zum Zong, erfolgen. Der Rest ist dann gleich. Ich nehme ein Wiederhole 10-mal, platziere es hierhin, ändere die Größe immer um 10 und anschließend
lösche ich diesen Klon. Außerdem muss ich noch ganz am Anfang, wenn die Feuerkugel von meinem UFO abgeschossen wird, das Aussehen entsprechend einstellen. Hier muss ein Wechsle zu Kostüm Ball A hin. So, ich glaube, ich muss das Ganze mal ausprobieren, ob es schon funktioniert. Ich bin bereit. Es geht los. Asteroid weg. Und du siehst, die Feuerkugeln explodieren. Allerdings erscheint dieses Zong immer irgendwie gedreht. Das liegt daran, dass sich die Figur Ball ja hier Richtung Rakete dreht. Wenn du diese Rotation nicht möchtest, dann nimmst du dir einfach aus dem Bereich Bewegung, einsetze Richtung auf 90 Grad und platzierst diesen Block hier. Schon viel besser. Allerdings passiert noch nichts, wenn ich von den Kugeln getroffen werde. Aber das kannst du mit einem weiteren Falls dann ändern. Falls nämlich die Figur Rocket Ship berührt wird, dann soll einfach die Nachricht Kollision, die wir ja vorhin schon definiert haben, ausgesandt werden. Außerdem soll danach der entsprechende Klon gelöscht werden. Funktioniert. Allerdings finde ich, dass sich das Raumschiff auch eine anständige Explosion verdient hat. Hierfür habe ich für die Figur Rocket Ship dieses Geräusch aufgenommen, welches ich Kavum genannt habe. Außerdem habe ich der Figur Rocket Ship zwei Figuren hinzugefügt, die ich selbst gemalt habe. Hierfür habe ich einfach mit den Farben Rot, Orange und Gelb durcheinander gekritzelt. So bekomme ich eine schöne Retro-Explosion für mein Raumschiff hin. Die beiden Kostüme habe ich Feuer 1 und Feuer 2 genannt. Bei den Skripten des Raumschiffs nehme ich nun noch folgende Anpassungen vor. Zum einen soll zu Beginn des Spiels das Aussehen immer auf das Kostüm Rocket Ship A gestellt werden. Außerdem trenne ich mich jetzt von diesem Sage für 2 Sekunden Mistkollision. Dafür füge ich hier weiter unten zweimal ein, wenn ich Kollision empfange, hinzu. Einmal lasse ich hier einfach das Geräusch, das ich aufgenommen habe, abspielen. Dieses habe ich Kavum genannt. Mit dem zweiten, wenn ich Kollision empfange, regle ich die Optik, also das Aussehen. Ich gehe auf Steuerung und hole hier ein Wiederhole 10 Mal und mache daraus ein Wiederhole 20 Mal. Dann gehe ich auf Aussehen und nehme ein Wechsel zu Kostüm und stelle hier das Kostüm Feuer 1 ein. Danach nehme ich aus dem Bereich Steuerung eine Pause. Also ein Warte und stelle hier eine Wartezeit von 0,05, also 0,05 Sekunden ein. Danach mache ich wieder einen Kostümwechsel und wechsle diesmal aber zum Kostüm Feuer 2. Anschließend, um das Ganze noch etwas wilder aussehen zu lassen, nehme ich aus dem Bereich Bewegung ein Drehe dich um und stelle hier 90 Grad ein. Wenn dies alles beendet ist, dann soll mein Skript wieder zum Kostüm Rocket Ship A zurückkehren. Außerdem nimmst du jetzt noch von hier oben
das ändere Leben um minus 1 heraus und packst dieses zu dem Block, wenn ich Kollision empfange, hinzu. Und jetzt finde ich, du solltest erstmal wieder eine weitere Runde Probe spielen, um zu schauen, wie das alles klappt. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du dein Spiel so programmierst, dass ein Extra-Leben für dich als Spieler mit drin ist. Also, bleib dran und bis bald!